Es ist Dienstag und die Amerikaner sind zurück. Naja, sie werden zurückkommen, denn heute beginnt in Amerika der Handel wieder ganz normal nach dem Feiertag gestern, Martin Luther King Day. Einen Tag Pause, das hat der Markt auch durchaus verdient. Das ist hier auf kurzer Ebene, Stundenbasis, hier die Aufwärtsbewegung, die wir hatten. Wunderschön, was wir nach oben gesehen haben. Wir sehen das hier nochmal mit dem Trendfolger, mit dem Supertrend, der einfach andeutet, dass die Bewegung wunderschön im Trend gelaufen ist. Und wir sehen jetzt so ganz am hinteren rechten Ende, dass der Kurs ein bisschen runterkommt, aber eben tatsächlich eher korrektiv. Ich habe das schon mal angesprochen, dass dieses Verhalten eigentlich eine ganz gute Voraussetzung ist, dass der Kurs noch viel mehr drauf hat. Das heißt, wenn der Kurs nicht scharf, nicht stark, nicht dynamisch nach unten kommt, sondern eher schwach, dann ist das eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Und möglicherweise ergibt sich da nachher sogar noch eine tolle Chance, wenn wir hier die letzten Hochs hier rausnehmen. Also ich deute das mal mit meiner Hand an hier oder mit, wofür haben wir denn eine Maus? Mit dem Mauszeiger, dann sehen wir, dass wir hier eine Chance haben. Wenn wir das zwischenhoch hier durchstoßen oder für ganz aggressive hier auf der kleinen Ebene, dann haben wir eine ganz gute Chance, dass der Markt da sich nach oben mal weiter absetzen kann. Das werden wir natürlich sehen. Diesen Beweis, den muss der Markt da erst noch bringen. Ob er das tatsächlich tut, das werden wir sehen. Aber die Chancen sind dafür zumindest mal da und das wäre für den amerikanischen Markt auf jeden Fall noch mal eine Fortsetzung nach oben. Wenn wir das Ganze vergleichen, wie das aussieht beim DAX, dann ist das ein bisschen harmloser, allerdings im Übergeordneten immer noch ganz attraktiv. Denn ich finde, dass wir das Bild, dass wir hier genau unsere Marke angesteuert haben, sehr attraktiv. Dass der Markt da jetzt runterkommt, sehr attraktiv. Sie sehen, vor lauter Attraktivität kaum zu überbieten. Aber warum ist das so toll? Weil es charttechnisch eigentlich mustergültig ist und wir darauf die besten Ableitungen machen können, was als nächstes tatsächlich passiert. Ob der Markt wirklich bis zur ersten Fibomarke hier noch runterkommt, das werden wir sehen. Insbesondere, wenn dann der amerikanische Markt jetzt doch noch sich nach oben weiter fortsetzt, dann sieht das natürlich ein bisschen schwieriger aus. Doch haben wir eine Chance, wenn der Markt in Amerika es nicht tut, dass wir hier erstmal unsere Abwärtsbewegung noch ein wenig fortsetzen und dann vielleicht so eine typische ABC-Kiste hier bekommen. Und dann können wir hier auch im übergeordneten Bild wieder richtig schön auf die Long-Seite mit aufspringen. Im Moment ist das da noch ein bisschen ein Wagnis. Wenn wir uns das kürzere Bild angucken, mal hier so im 5-Minuten-Chart, einfach nur, dass wir mal sehen, was der DAX hier gemessen am Future aktuell tut. Wir sehen, dass er immer noch relativ zügig nach unten ist, aber so ein richtig konsistentes Verhalten ist das auch nicht. Wir sehen, da kommt mal ein Schub nach oben, aber gleich wieder kaputt gemacht vom Schub nach unten. Also wir sehen, die Abwärtsseite ist noch nicht wirklich die Basis für einen richtig tollen neuen Trend. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das ein ganz gutes Zeichen ist, dass wir wirklich korrektiv hier auf der Abwärtsseite unterwegs sind und wir längerfristig dann wieder nach oben kommen, wenn auch möglicherweise noch nicht heute. Also, heute ist jetzt so ein bisschen das Armdrücken der Bullen und der Bären. Noch so im kleinen Bild hier 5 Minuten nochmal scharf nach unten, so ein bisschen halbwegs wackelig nach oben. Da wird sich jetzt zeigen, ob sich die Bären da durchsetzen werden, was ich für den deutschen Markt fast attraktiver finde. Allerdings, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich mir dieses Muster hier angucke, warum soll der im Laufe des Nachmittags nicht nochmal ein bisschen höher kommen und dann erst runter? Das gilt es jetzt vielleicht abzuwarten, aber achten Sie darauf, wo sind die Schubbewegungen hin? Und die sind hier im Moment schubmäßiger, einfach noch deutlicher hier auf der Abwärtsseite, im deutschen Markt zumindest. So, also wir haben da ein bipolares Bild, die Amerikaner tendenziell wackelig nach unten mit guten Chancen nach oben. Die müssen sie allerdings erst nochmal, ich blende es nochmal kurz ein, triggern, um wirklich hier in die Begeisterung reinzukommen, um hier eine ganz gute Chance zu haben, hier eine Position zu eröffnen. Der deutsche Markt tendenziell eher noch mit der Schwäche. Vielleicht kriegen wir ein bisschen ein paar Stunden noch mal was Positives. Das wäre ja gar nicht so übel, wenn dem noch so wäre. Was gibt es denn sonst noch so für Märkte? Kann man da noch irgendwie was ablesen an dem einen oder anderen? Der Euro, wir können noch mal ganz kurz gucken. Das ist auf Tagesbasis immer noch mal die Schiebewurst, die wir hier jetzt hier haben. Und wir sehen im kürzerfristigen, das ist jetzt zum Beispiel 30-Minuten-Basis, dass der Markt hier doch deutlich hier mehr auf der Abwärtsseite seinen Schub hat. Und das ist eigentlich die ganz gute Chance, dass so ähnlich wie wir das hier, das hatten wir sogar besprochen, mal Schub runter, hier wackelig nach oben, sich die Abwärtsrichtung nochmal fortsetzt. Wenn der am Nachmittag hier nochmal ein bisschen wackelig nach oben kommt, dann sind die Chancen dafür nicht schlecht. 16 Uhr wäre dafür was mit Existing Home Sales, die Verkäufe bestehender Häuser zum Beispiel, die da einwirken können auf den Markt. Wenn der Markt da ein bisschen ein Päuschen macht und dann was triggert, dann wäre das ideal. Ob das jetzt mit den Daten noch hinkommt, das sind nämlich nur noch 2 Kerzen auf dieser Zeitebene.
Aber wer weiß, vielleicht findet man auf 5-Minuten-Basis auf kleinerer Ebene im heutigen Nachmittagsverlauf nochmal das eine oder andere spannende Muster. Ansonsten nochmal ein abschließender Blick hier auf den Chart. Crude Oil, Rohöl, beispielsweise WTI als CFD beispielsweise. Dann sehen wir hier Schub hoch, wackelig runter, Schub hoch, Korrektur. Und jetzt hier hinten so ein bisschen die Phase, die nach dem Ende der Aufwärtsbewegung aussieht. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass hier jetzt der Kurs mindestens nochmal die 50,60, also 50,60 oder darunter nochmal, ich weiß gar nicht, ob man es sehen konnte hier gerade, also bis diesem Bereich, das ist ungefähr 50,60 Dollar, dass er das als Mindestmarke nochmal ansteuert. Vielleicht nicht sofort, vielleicht wackelt er nach oben und das wäre wieder eine tolle Chance, dann in die Shortseite mit aufzuspringen. Also wann immer wir sowas haben mit starke Schubrichtung und dann so trendkanalmäßig hier nach unten, die Fortsetzung nach oben, das gibt es im großen Bild mit Trendkanal nach unten. Macht das unscharf hier mit meiner Hand, aber Sie können sich es in etwa vorstellen. Das gibt es hier im Kleinen durchaus auch. Also wer das hier im Nachmittagsverlauf sich angucken will, das hier der Stundenchart nur so zum Vergleich, der kann da vielleicht den einen oder anderen tollen Einstieg nochmal finden. So, jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende, weil es ein bisschen länger geworden, aber ich hoffe, dass da die ein oder andere sinnvolle Idee für Sie mit dabei war. Ihnen alles Gute, bis zum nächsten Mal.